Ja, ich habe mich hier in diesem Loch verkrochen, unten im Keller, habe mich eingebaut, weil ich übe etwas ganz Besonderes. Und zwar, ja, für Kevins Hochzeit, die ja in 8 Tagen stattfinden soll. Weil ich bin ja der Hochzeitsplaner. Ich habe ja hier die Gitarre. Aber ich habe gedacht, ich probiere etwas Neues aus. Ich habe aus den Goldbarren, die ich dabei hatte, die habe ich so ein bisschen gebogen und zusammen gemacht und habe so Fäden dran gemacht. Und das ist ein anderes Instrument. Ich glaube, ich nenne es Harfe. Und ich habe mir gedacht, es hört sich so ähnlich an wie die Gitarre auf jeden Fall. Aber ich habe mir gedacht, ich mache einen Song mit dem Namen Tana, na na na, oh Tana, na na na, Tana, na na na, oh Tana, na na na. Tana, na na na, oh Tana, na na na, Tana. Oh, das wird so toll. Ich glaube, Kevin wird sich da richtig freuen. Diese Musik ist so toll. Woo! So, okay, ich übe mal noch ein bisschen weiter. Mal gucken, vielleicht hört sich's ja mit der Gitarre ein bisschen besser an. Ich weiß ja nicht. Tana, na na na, oh Tana, na na na. Oder vielleicht damit? Tana, na na na, oh Tana, na na na, Wo ist der Kerl? Tana, na na na, oh Tana, na na na, ta. Nein, Kevin, geh raus! Basti? Nein, das war. Nein! Ich habe ein neues Instrument und es ist eine Überraschung! Kevin, nein! Was hast du da gerade gesungen? Ich hab. Was zur Hölle machst du hier Hast du unten? einen Liebessong für Otana geschrieben? Nein, das ist nicht so, wie es aussieht! Ich hab mich. Tana, ich liebe Tana! Ich Was? weiß! Nein, jetzt, nein, ich. Nein, nein, ich ich kann mag das. Tana! Warum Mann! sagst du es ihr nicht einfach? Warte mal, ich kann das erklären. Ich will Aber dir nicht ihr Tana behaltet aus. das, ey, ihr, hört mir zu. Ihr behaltet das jetzt für euch, was ich gerade gesagt habe, ja? Und ich will nichts von Tana. Das Lied war nicht für mich. Oh. Ich will meine, auch hoffen, dass du nichts von Moment, Tana Moment. Nein, nein, Kevin, Kevin, ich warte liebe mal. Nein, nein, Tana. nein, stopp, stopp, stopp. Kevin, heb dir mal bitte die Ohren zu. Wichtig, ich möchte es Balu sagen, weil du darfst es noch nicht hören. Hebst du dir die Ohren zu? Das Ja, heißt, ich höre nichts. halte. Okay. Nein, ich glaube, der hört uns. Balu, es ist ein Überraschungslied für die Hochzeit. Ich dachte für das Picknick. Nein, für die Hochzeit. Für das Picknick mache ich was anderes. Okay? Aber jetzt, erstmal hier raus. Hier stinkt's nämlich. Ja, tut mir leid, das war ich. Ja, bitteschön. Jungs, wollen Ja. wir jetzt mal los? Ja, lass uns mal hier Wo, raus. hä, wo wollen wir denn hin? So. Ach, Ich, stimmt, vor allen Dingen hier raus. ich wollte Tana erstmal noch ein größeres Zimmer anbieten, weil sie die ganze Zeit in diesem kleinen Zimmer ist und ich regel das schon. Okay. Also wie. Jo, was ist das denn hier? Hä? Ne? Was Was habt ihr hier für eine Kiste? Vergesst eure Mission nicht? ist eure Mission? Welche Gibt's wieder was, Mission? Was wovon ist ich nicht eine weiß, ihr Mission? Ne, wieso? Ja, hallo? Mit eure kann er genauso gut dich meinen. War die Hä? Kiste nicht schon hier, Wohnt als du ich hier reingekommen oder bist? wohnt ihr beide Hallo? hier? War die Kiste schon da, als du dich entschieden hast, mir beim Schlafen Uh! Hä, Was das für ein sind doch diese Zeug? Teile, die wir gefunden haben. Ja, wir sind jetzt reich. Hör Wir doch haben auf, ganz das viele von rumzuschmeißen. Warum denen. machst du das denn? Wofür Was? ist das? Hä, das haben wir doch. Hä, das braucht doch Nathan, glaube Wir ich. können darin baden. Wartet mal, ich habe eine Idee. Ach, ich Warte nehme mal. einfach mal ein bisschen Zeug mit. Ja, warte mal, ich hab eine grandiose Idee. Ich Was brauch denn? Was hast du nur, schon wieder mit Quatsch vor? Hast du Eisen? Nein, haben wir leider nicht. Wir sind irgendwie, naja, unsere Rüstung war teuer. Okay, Sag ja. nicht, du willst baden in 1000 von diesen Dingern. Doch, weil wir haben so viel davon. Hier, Egal, Balu. Basti, hier. Da Oh, läuft die ich rein. mach mich. Guck mal. Leute, ich gehe schon mal vor, wir müssen eh zu. Ich bade darin. Leg dich hin. Oh, warte, Yay! ich mal das. Ah, Ja, und schön. jetzt dusche ich auch noch hier. Ja, sehr schön. Badespaß Jungs, mit könnt ihr jetzt aufhören, damit Balu. rumzuspielen? Wir haben einen Auftrag. Mehr, gib Warte, mir. Leute. Ich begleite das mit Musik. Leute, Car jetzt. Wash. Was? Ihr seid echt anstrengend beide, schau ne? mal, Balui, das habe ich noch gefunden. Mit Kevin zusammen. Spürst du die Magie? Skur. Wir haben keine Ahnung, was das ist. Ja. Aber Jungs, jetzt mal ganz ehrlich, diese Kiste hier, ne? Derjenige, der das hier hingestellt hat, der muss uns ja irgendeinen Auftrag gegeben haben. Und ich kann mir vorstellen, woher das kommt.
Basti, bei dir hat es jetzt gerade unten echt wieder übelst gestunken. Kann es sein, dass der Stinkepriester da war? Nein, ich hab gepupst. Nein! Guck mal, der hat uns doch was gesagt, dass wir in so eine Unterwasserstadt müssen. Ihr kennt doch diese... Wir haben alles aus den Augen verloren, ey. Ihr kennt doch diese Bären. Davon muss ich immer pupsen. Jungs, guck mal. Dieser Stinkepriester, der hat uns doch aufgetragen, dass wir uns auf dem Weg in so einen Tempel machen müssen und da so ein Ritualzeugs besorgen. Ja, so. Irgendwie sowas in der und Art, dieser Tempel liegt tief unterm Wasser. Ja. Wer hat die Sachen, damit wir in diesen Tempel können? Nathan. Was will der Nathan dafür? Let's go to Nathan! Ja, diese komischen Pilze hier. And I would walk 500 miles and I would walk 500 Hallo, der einzige Musiker hier bin ich. Was? Außerdem brauche ich immer noch eine Hasenpfote. Habt ihr mittlerweile eine Hasenpfote für mich besorgt? Was willst du denn mit einer Hasenpfote? Mann, ich möchte einen Magie-Zauberstab basteln. Ja, Balu, ich will einfach nur, dass wir einen Hasen jagen, damit er den wieder essen kann. Nein, das auch. Aber nein, ich will doch nur Manu. Der Typ hat... Wie willst du sagen, du isst gerne unschuldige kleine Hasen? Ach, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich muss ja noch Tana gestehen, dass ich ihren Mann getötet habe. Nein, Basti, hör auf! Du verlässt dort sofort mein Haus. Ey, Kevin, sonst werdet ihr euch beide nie annähern. Nein, sie muss es wissen. Kevin, wo hast du vor, ihr schöneres Haus, Wohnung zu bauen, Zimmer? Geht hoch, klärt alles mit Nathan, ich kläre mit Tana eben das, ja? Basti, was verlässt sofort mein Haus. Tana, tut mir leid, ich komme sofort zu dir rein. Warte, vor. Du solltest vielleicht mal eine schalldichtere Tür dahin bauen. So, geht jetzt hoch. Hi, Nathan! Nathan? Okay, er wusste jetzt nur, oder er hat mir gesagt, dass man gegen die Netherwurzen was kaufen kann. Man kann kaufen. Was gibt der mir denn hier? Death Strider, was ist denn das? Ich hab keine Ahnung. Was brauche ich denn und wie viel brauche ich wovon? Ich hab überhaupt keine Ahnung. Nehmen wir jetzt mal hier so ein Buch mit. Und ich nehme mal ein Also wenn er sagt, das ist ein Unterwassertempel, dann dieses Water Breathing nehme ich zweimal mit und zweimal von der Nacht, Dingsbums da. Kannst du mal... Aber da rechts ist so ein ganz seltsames Buch. Was soll denn das sein? Hast du noch von den Warzen? Ich hab nämlich nicht genug. Gib mir mal nochmal. Ich kauf mir mal noch schnell das Buch da. Warte. Hier. Da. Ist das genug? Eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt. Ach komm schon, hier. Das ist nicht genug. Ja, ich weiß. Der wirft gerade nicht alle ab, wie ich das möchte. Ja, ist okay, Balou. So, ist das genug für dich? Ja, komm mit, Tana. Kevin, würdest du dich auch bitte auf die Mission vorbereiten? Ich habe jetzt hier dieses Zauberglitzerbuch. Warte mal, das kann man doch in einem Amboss zusammenfügen. Ja, das haben, glaube ich, nur wir. Aber wo gehört das drauf? Keine Ahnung, ich probier's mal aus, wo es drauf geht. Jungs, ich komm gleich, ja? Ich bin noch gerade hier, ja? Ja, du bist mit Tana noch zugange. Wir wissen Bescheid. Valuela. Ach, Kevin, mach du, was du willst. Ich geh zu meinem Amboss. Das ist ja anstrengend mit dir heute. So, ich bin wieder da. Das sind Weibergeschichten immer. So, habt ihr mit Nathan geredet schon? Ja, wir haben Zeug gekauft. Ich hoffe, du hast dein Zeug auch. Nee, ich muss doch zu Nathan. Oh, Balu, hey, man kann es auf die Schuhe machen. Schuhe, okay. Uiuiuiui. Das soll funktionieren? Buch und Schuhe? Ich glaub nicht. Oh, ich fühle mich irgendwie komisch. Nathan, aber deine Preise sind echt ein bisschen heftig, muss ich sagen, ne? So, und jetzt? Also dafür, jetzt dass wir dir das Schuhe. Leben, wow. Also dafür, dass wir dir das Leben gerettet haben, finde ich die Preise echt ein bisschen heftig. Oh, Balu, du musst mal ins Wasser gehen. Warum? Du bist damit richtig schnell. Schnell. Ja, ich bin auch so schnell. Guck mal, ich habe einen Stab. Ja, du kannst dich gerne, wenn du willst, hier... Oh, du kannst damit ganz schnell durchs Wasser laufen. Das will ich sehen. Oh. Oh, in der Tat. Leute, wo seid ihr? Was? Hat sie ihr Kind bekommen? Nein. Was? Tana läuft im Haus rum. Tana bewegt sich frei im Haus gerade. Habt ihr mir irgendwie was zu erzählen, ihr? Hallo? Hä, was denn? Ja, das heißt, sie traut sich endlich mal was? Ja. Ja, dann kann ich ihr jetzt sagen, dass ihr Mann tut. Nein, Basti, nein, Basti, hör auf. Wo habt ihr das, wo habt ihr denn, habt ihr irgendwo einen Amboss oder so? Ja, bei uns im Haus steht einer. Ja, bei uns. Ja, okay. Ich gehe mich noch eben kurz von Tana verabschieden, ja? Ich bin gleich wieder da. Und während er sich verabschiedet, sag ich ihr, dass ich ihren Mann Nein, hör doch mal auf damit. Warum denn nicht, Balu? Ja, verdammte Scheiße, das macht man halt einfach nicht. Das, was du gemacht hast, ist sowieso schon unter aller Sau. Oh Mann. Nicht Mann. Du weißt genau, was du für einen Kack gemacht hast. Ach Mann, weißt du, was ich mir auch überlegt habe, was ich für Kevin singe?
Was denn? Warte, dieses Lied hier. Weil der kommt, der kommt. Nur auf, einen auf, Kuss, auf, mehr will ich nicht von dir. Und was ist denn los hier? Der hey, Sommer gesehen, war das kurz. Was ist das denn schon wieder für ein Wetter? Ja. Basti, guck mal, du bringst den Himmel zum Weinen mit deinem Regen. Oh, ja, vor Freude. Was ist denn, Balu? Ich muss jetzt zu euch ins Haus eben. Ja, ich ja, komm hinterher, was soll's. Erster. Zweiter. Oh, ich bin erster im Haus. Verdammt. Also, der Nathan, der hatte so ein Buch vertickt. Das habe ich mal mitgekauft. Ach du Scheiße. Was denn? Was soll denn das sein? Och nee. Ich glaube, ich habe gerade mich von Nathan verarschen lassen. Wieso, was denn? Hier, guck selber. Was soll ich denn mit so einer Kacke? Der Nathan, ne? Der ist ein richtiger Schlickefänger. Ich weiß nicht, wieso der da so drauf ist. Wir haben ihn befreit, der zieht uns über den Tisch mit Sachen, dass man irgendwas mit Wasser machen kann und so. Und jetzt auch noch so ein behindertes Buch. Pff, der hat sie nicht mehr alle. Ich glaube, den. Ja, gut, dass er bei Kevin wohnt, sonst würde ich ihn rausschmeißen, aber. Das ist ja nicht mein Problem. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht steht auf Basti, den nächsten Seiten oder sowas. Basti. Was ist los? Basti. Ich muss sie füttern. Hier, liest du. Du kannst sowas besser. Vielleicht findest du da irgendwelche Hinweise. Irgendwas, was dir was sagt? Oder ist das wirklich nur Trollolol? Steht vielleicht auf irgendeiner anderen Seite was Interessantes. Balui stinkt. Ha, ha, ha. Da steht ja bestimmt nicht drin. Also ich habe zumindest nicht gelesen. Das steht da. Du kannst zwischen den Zeilen lesen. Nee. Wie, Kevin! Ich will dich Nathan richtig ärgern, Balu. Ich glaube, Balu, du hast da dran rumgekritzelt. Nee, stimmt doch gar nicht hier. Balu, ich kann gar Balu nicht lesen. Schreiben. Geh weg, Zaya. Balu stinkt, Balu ist richtig. Sag mal, ihr Arschgeigen. Was ist los mit euch? Hä? Warum sagst du sowas Gemeines? Ich hab doch gar keinen Stift zum Reinschreiben. Da ist eine Feder bei, die liegt zwischen den Seiten. Das ist ja wohl unübersehbar. Ihr seid so blöd. Ich dachte, das ist was Sinnvolles, aber gut. Wenn wir blöd wären, dann könnten wir nicht schreiben, Balu, ja? Meine Mama egal, hat auf gesagt, jeden Fall. Das ist Einzige, der Dummes tut. Das ja, Einzige, ja. Was mir aufgefallen ist, das sind Zahlen in dem Buch. Was? Nein, da waren nur Schriften drin. Ach, das sind Zahlen. Vielleicht ist das wieder eine Fußangabe. In welche Richtung und so 093, ja, das ist bestimmt eine gute Angabe. Ach ja, hätten wir nur was zu schreiben. Ach, was haben wir? 850? Klör. Ja. Was ist Klör? Ja, weiß ich nicht. 850 und dann Kiel 100 M. Boah, MA. Wohin müssen wir, Balu? 1200 Askedelövgela. 850, das heißt, wir müssen hier in diese Richtung erst. 850 und 100 und 1200 oder so. Wo? Eieiei. Da müssen wir mal ganz schön weit hier in die Richtung müssen wir. Das könnte natürlich auch Verarsche sein, ne? Ich würde es ja nur gesagt haben. Also, ich mache mich jetzt auf den Weg dahin. Fliegt ihr mit euren Drachen wieder? Nee, ich flieg nicht. Ich habe Angst, dass mir Flöckchen wieder abhaut. Ja, ich bin jetzt schon unterwegs, Jungs, ne? Wo bist du lang, Kevin? Ich bin jetzt Richtung, Balui, fliegst du wirklich? Ich fliege. Okay, dann traue ich mich auch. Südwesten, Richtung Südwesten bin ich unterwegs. 850, 1200, ne, ungefähr. 850, ich weiß nicht, Balui, wo bist du lang? Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht in den Baum fliege. Ich sehe dich nicht. Ah, doch, da bist du. Oh, bei dem Wetter sehe ich aber auch echt nichts. 850, verdammt. Ja, das ist echt gerade nicht unbedingt das beste Wetter, um eine gute Reise anzutreten. Ja, ja, das stimmt. Ah, wer hatte die Idee? Ich wollte da nicht hin. Balui, wir müssen. Wir müssen, nur weil der eine blöde Kiste hingestellt hat. Was bringt's uns? Jetzt stell dich nicht an, nur weil du mal ein bisschen laufen musst. Guck mal, wie toll das aussieht. Flöckchen und Flämmchen nebeneinander. Ja, siehst du also, warum ja, stellst du dich überhaupt an, ey? Frag mal Flämmchen, wie das für ihn ist. 850. Für sie. Wir sind schon was bei 850. Und jetzt? 1100. Da in die Richtung, was glaube ich. Ja? Sowas. Keine Ahnung. Oh Gott, ich sehe was, Leute. Was ist? Leute. Was? Hier ist eine riesige Wasserstadt. Hey, du darfst uns nicht erzählen, was wir noch nicht sehen. Kommt mal zu mir. Ja, unsere Drachen sind nicht so schnell.
Ich bin bei 836. Naja, Flöckchen ist schneller als dein Flämmchen. Nein, ist er nicht. Doch. Ist eine kleine Insel. Los, Flämmchen, gib mal ein bisschen Gas. Ja, Flämmchen kann nicht schneller fliegen. Du bist schwerer als Basti. Hallo, nett sein. Oh. Ja, wieso? Ist das keine Tatsache? Nee, ist es nicht. Du musst ganz still sein, du hast gar nichts zu fliegen, ja? Sind wir richtig, Balui? Weiß nicht, Kevin hat irgendwie. Musstest du sowas jetzt sagen? Das war richtig gemein. Ja, heul halt wieder. Ich land hier, Basti. Guck mal da unten! Ich geh jetzt wieder. Da unten, nein, tatsächlich. Nein, Mission, hast du selber gesagt. Nee, mit dir möchte ich nicht auf Mission gehen. Jemand, der so gemein ist. Oh mein Gott. Mann, es tut mir leid. Ich wusste ja nicht, dass du so ein Softie bist. Seitdem deine Freundin hat, ist echt furchtbar mit ihm. Warte, hä, ich hab Kevin, keine Freundin. Ja, schon irgendwie, ne? Und übrigens ist zweimal mein Drache gestorben. Ich möchte dich mal dran erinnern, wo einmal dein Drache gestorben ist. Ja, okay. Aber ey, jetzt mal ohne Witz, ne? Was? Fühlt sich das an? Wo ist Kevin? Hast du ein Kribbeln in deinem Bauch? Weswegen? Na, du weißt schon. Ich dachte nur, Basti, Töne, Basti! Was? Mach Musik! Ich such euch! Ich weiß nicht, wo ihr seid! Ich hab mir doch gelandet! Hast du es nicht gesehen? Nein! Ich bin mitten im Wasser! Ich bin mitten im Wasser! Bei so einem Teil! Leute, hört auf! Ich will lebend zurückkommen! Jungs! Ich geh gleich, wenn ihr weiter aufzieht hier! Wow, was ist denn das da? Ich weiß nicht. Das sieht. Ich hab doch gesagt, da ist was! Ich bin in der Mitte im Wasser auf so einem Teil. Ja, Basti ist bestimmt da hinten drauf. Gehen wir da hin. Ah, oh, ich habe ein Geräusch gehört. Oh Gott. Hier ist, glaube ich, irgendwas. Ja, das habe ich aus der Luft gesehen. Alter Schwede, was zum alles in der und Kevin, wie fühlt sich dabei? Hast du einen Kribbeln im Bauch? Jungs, lass uns einfach lieber gucken, dass wir in einem Stück zurückkommen. Ja, ich will zurück zu meiner Geliebten, zu Tana. Ja. Das ist eine Geliebten. Jungs, jetzt hört auf damit, Mann. Na gut, aber ich würde sagen, wir gucken uns den Tempel dann gleich an und dann. Werden wir mal schauen, was da so drin ist. Oh, Tana, ich vermisse dich. Oh.